Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer, mit einem ziemlich heavy, schweren Thema. Wie soll ich das anfangen? Vielleicht mal einfach ganz einfach. Und zwar, Come As You Are von Nirvana gibt uns den Einstieg. Ich möchte eine Nachricht an den Herrn Ferdinand von Schirach richten. Da ist er. Und zwar, Herr Schirach, Sie werden am 12. Mai 60 Jahre alt. Ich bin 10 Monate älter als Sie und wir haben etwas gemeinsam. Wir beide stammen von den übelsten Nationalsozialisten ab. Sie sind ein Enkel, ich bin ein Enkel. Und ich habe Sie gebeten, mir zu helfen. Ich habe noch nicht mal eine Antwort bekommen. Und das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Weise lüge oder mir was leider Gottes ausgedacht habe, sondern ich habe knallharte Beweise, die habe ich jetzt am Wochenende auch veröffentlicht. Ich habe auch Ihre Schwester angeschrieben. Ich habe von der ganzen Familie von Schirach nichts gehört. Der Grund meiner Kontaktaufnahme ist dieser hier. Ihr Opa Baldur von Schirach. Ja? Ich mach mal ein bisschen leiser, damit man mich auch versteht. Also, Ihr Opa ist am 9. Mai 1907 in Berlin geboren. Er ist zufälligerweise in Kröf an der Mosel gestorben. Da habe ich ganz in der Nähe den übelsten Kindesmissbrauch erlitten im Alumnat Lutherhaus in Traben-Trarbach. Das habe ich gerade nur gesehen. Dann hat Ihr Opa ein Buch geschrieben, das heißt Hitler as No One Knows Him, Hitler wie keiner ihn kennt. 100 Bilder from the Life of the Führer. Also 100 Fotos aus dem Leben des Führers und dann mehr. Ja, dann ist das halt eine Besprechung. Und Enkelkinder Ferdinand von Schirach, da stehen Sie, Benedikt Wels, Ariadne von Schirach, die war auch hier in Münster letztes Jahr, Norris von Schirach. Warum können Sie nicht mal Position nehmen? Die Leute reißen Ihnen die Bücher aus der Hand, obwohl Sie von einem der schlimmsten Nazis nachweislich abstammen. Und das ist ja auch für Sie kein Problem und auch für die Leute. Für mich, wo Sie ganz genau wissen, wer mein Großvater und auch meine Großmutter ist, ist das ein Problem. Weil ich bin hier seit 13 Jahren, bin ich Gegenstand von den übelsten Machenschaften einer Justiz in Münster, die keine Justiz mehr ist. Insofern würde ich Sie bitten, ich schicke Ihnen dieses Video, ich werde das auch jetzt veröffentlichen, weil es für mich kein Zurück mehr gibt. Ich habe das Recht, so wie Sie, die dazu stehen, dass Sie der Enkel von einem der schlimmsten Nazis, nämlich Baldur von Schirach, steht ja auch, Baldur Benedikt von Schirach war ein deutscher Politiker während der Zeit des Nationalsozialismus. Er war Reichsjugendführer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Schirach gehörte zu den 24 Angeklagten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Ja? Ich glaube, das lasse ich jetzt mal so stehen. Es reicht, ich will das auch jetzt nicht überstrapazieren, aber ich habe das Recht, genauso wie Sie, Herr Ferdinand von Schirach. Sie sind einer der erfolgreichsten Theater und überhaupt Autoren in Deutschland. Und mir wurde hier mein Theaterstück geklaut in Münster. Und der Entschluss ist noch nicht mal da vom Gericht. Ich denke mal, dass ich gewonnen habe. Aber ich mache das nicht mehr mit. Hier, da ist Ihr Großvater und mein Großvater. So, brauche ich da noch mehr sagen? Gucken Sie sich an. Vielleicht sollten wir mal reden, oder? Meinen Sie nicht? Vielleicht doch, ja, nein?